Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo, wieder eins aus der Reihe Versichererargumente, und zwar mit dem Thema Finanzierung der Verpflichtung nach Artikel 28 EG-HGB. Das ist ja auch wieder ein Klassiker-Argument, das häufig in Verbindung mit dem letzten Lehrvideo begrenzte Zuwendungsmöglichkeiten gebracht wird. Was schreibt der Versicherer hier? Der Finanzierungsweg der Unterstützungskasse hat grundsätzlich den Vorteil, dass die Risiken der betrieblichen Alterssorgen aus dem Unternehmen ausgelagert werden. Dies hat zur Konsequenz, dass die mittelbare Verpflichtung des Trägerunternehmens nicht in der Bilanz auszuweisen ist. Allerdings erfordert Artikel 28 EG-HGB, dass Kapitalgesellschaften, die in der Bilanz nicht ausgewiesenen Rückstellungen für laufende Pensionen, Anwartschaften auf Pensionen und ähnliche Verpflichtungen jeweils im Anhang in einem Betrag angeben müssen. Für GmbH und Co-KGs, die nur als GmbH einen beschränkt haften, also Kapitalgesellschaften, gilt das natürlich genauso. Bei pauschalnotierten Unterstützungskassen kommt diese Vorschrift immer zum Tragen, da das Trägerunternehmen im Rahmen der Subsidiärhaftung eine Erfüllung der zugesagten Leistung der Unterstützungskasse treffen kann. Somit müssen im Anhang zur Bilanz Unterdeckungen durch Unterstützungskassenzusagen ausgewiesen werden und belasten damit den Wert des Unternehmens. Also gerade diese Seite aus mehrfacher Hinsicht ein Unsinn. Erstmal kommt diese Vorschrift immer zum Tragen. Nein, die kommt nicht immer zum Tragen. Das kommt nur dann zum Tragen, wenn ein Unternehmen nicht ausreichend dotiert hat. Und es gibt genügend Fälle, die nicht ausreichend dotiert werden, die ausreichend dotiert werden. Und wenn nicht ausreichend dotiert wurde, aus welchen Gründen auch immer, dann kommt es nur zur konkreten Lastwert, also ein bestimmter Fehlbetrag, der hier ausgewiesen werden muss. Aber egal, mit dem Wert des Unternehmens hat doch das überhaupt keinen Zusammenhang. Wenn 100 Euro vom Mitarbeiter da bleiben für 1,5% Zins, dann ist das Unternehmen doch nicht reicher und nicht ärmer geworden. Nach einem Jahr kann ich vielleicht schauen, habe ich mit den 100 Euro tatsächlich 1,5% Zins erwirtschaftet? Habe ich mehr erwirtschaftet, 2 oder 3% oder mir mehr erspart, weil ich mein Konto korrent getilgt habe? Ist das Unternehmen wertvoller geworden? Habe ich weniger erreicht, zum Beispiel mit 1%, ist mein Unternehmen tatsächlich 50 Cent weniger wert geworden. Aber das ist auch nur Frage, wenn ich es verkaufen würde und auch nur ein Betrag davon. Ich habe immerhin einen längerfristigen Gläubiger, ich habe ihn mit einem sicheren, niederen Zins. Es schaut aus verschiedenen Gründen wieder besser an. Also so eine absolutistisch pauschale Aussage, für mich reiner Unsinn. Also erst einmal, in Artikel 28 EG-HGB geht schon mal nicht um die Finanzierung einer Verpflichtung, sondern um den Ausweis einer Verpflichtung. Die Finanzierung steht auf einem ganz anderen Rahmen. Die steht weder im Anhang noch steht sie auf der Passivseite. Die steht auf der Aktivseite, ob ich irgendwas finanziert und rückgedeckt habe. Bei der pauschalnotierten Unterstützungskasse ist dies dann der Fall, wenn die Zuführung der Unterstützungskasse, die bereits als Aufwand verarbeitet wurden, geringer sind als die Verpflichtung. Und das ist nicht immer der Fall. Und auch nicht in jedem Jahr automatisch. Und dann wird auch nur der Lastwert ausgewiesen, also der Teil, der noch nicht als Aufwand gebucht würde. Und der Minderung vom Unternehmenswert haben wir damit natürlich nicht. Weil wenn er 100 Euro umgewandelt hat, ist das Unternehmen nicht weniger wert, wenn die 100 Euro zum Beispiel als Kontokorrent zurückgezahlt wurde oder 100 Euro am Kapitalmarkt investiert wurden. Wird mehr Zins erwirtschaftet und erspart, als man dem Mitarbeiter zusagt, steigt der Unternehmenswert ständig und ganz automatisch. Also eine Vorschrift, die man hier hinzuzieht, die überhaupt kein Thema ist. In der Praxis ist es auch so, die wenigsten Unternehmen weisen das nur aus. Es muss natürlich ausgewiesen werden, aber viele machen es natürlich nicht. Aber Problem ist diese Vorschrift ganz sicher nicht. Damit bedanke ich mich auch wieder für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den weiteren Lehrvideos.